So, dann haben wir jetzt Cruel gegen Beißel. Ich weiß gar nicht, wen die jetzt gepickt haben. Mario und Marv. Cruel hat, also Kai hat jetzt einen Marv? Wusste ich gar nicht. Aber ich war auch länger schon nicht da. Langsamer Start im Match. Eigentlich müsste Cruel ja einen kleinen Vorteil haben, weil das Matchup ziemlich für Marv ist, soweit ich weiß. Ich weiß, dass Mario auf jeden Fall ein gutes Kombo sein gegen Marv. Ja, aber durch die. Also ich meine, Lucina, Marv seien gut gegen Mario durch die. Ja, durch die Range. Okay, ein paar Up-Air-Strings. Er versucht ihn auf jeden Fall die ganze Zeit mal offstage zu werfen. Feuerball-Pressure. Ja, er wirft ihn immer direkt mit einem F-Throw oder Back-Throw offstage. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, weil er keine Kombos bekommen kann oder ob er ihn einfach nur offstage haben will. Die AP umgang. Ja. Oh, fast in den Upsmash reingerollt. Hat das schon erwartet, wie es scheint. Ganz schön viele Upbeats jetzt auf Shield oder an komischen Orten, zu komischen Zeitpunkten. Ja, das stimmt. Aber er muss aufpassen, dass er sich nicht irgendwie mit einer Upbeat in eine doofe Lage versetzt, dass er dann vielleicht einen Tipper abbekommt bei der Rage. Könnte es. Irgendwie. Nur am SD in die beiden. Da kommen wir anscheinend nicht so da. Oh, fast Shield Break. Und wieder direkt offstage. Aber man sieht schon, dass Marv Mario gut auf Range halten kann. Ja, das stimmt. Es fehlt nicht mehr viel und dann killt auch schon der Up-Smash. Und F-Smash würde jetzt auch schon killen, wenn er tippert. Oh, Down-Throw-Fair. Jetzt werden die Up-Smashes kommen. Keine Pummels. Ein bisschen mehr extra Damage und dann killt auch bald ein Throw von Marv. Nice Jabs. Das war knapp. Jetzt nur aufpassen, dass man. Keine Move. Nice Back, er regelt es dann am Ende. So, dann steht es hier. Play 1. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige. Natürlich nicht. So. Beide bleiben. Beide bleiben? Wieder Smashed oder? Ich hab's nicht. Nee, Battlefield. Es wirkt im ersten Moment wie ein Beißel-Pick, weil er Battlefield liebt. Aber. Scheinbar möchte Cruel hier auch spielen. Der F-Smash war ein bisschen fragwürdig und hat ihn auch gut 30% gekostet. Auf jeden Fall nice Follow-ups. Oh, Footstool. Ich weiß nicht, ob das noch hätte locken können mit der Back-Air, ob das jetzt nicht schon zu stark ist, aber. Das war auf jeden Fall ein nicer Versuch. Untackable, das war unglücklich. Jetzt muss Cruel das schnell wieder aufholen. Er hatte eigentlich gute Chancen dabei. Nur der Untackable war sehr unglücklich. Beißel möchte es jetzt schnell beenden. Drop off fair. Mario Kombos. Mit dem Cape. Oh, das hätte wieder eklig werden können mit einem Upbeat. Ist aber gut umgangen mit dem Side-B-Stall. Kein SD bisher.
Upsmash gecharged für warum auch immer. Er muss jetzt den Kill holen und nicht mehr allzu viele Prozente kassieren, dann ist das für Cool auf jeden Fall noch sehr gut machbar. Downer war gewagt. Ah, jetzt würde, glaube ich, okay, der Uptilt tut's, 66% ist in Ordnung, ist noch alles wieder aufzuholen. Better treat. Möchtest du grillen? Ja. Hol das Essen halt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch Savage spielen und irgendwann werden im Abschluss angekommen und dann ist. Dann war's das, genau. Dann ist die im Best. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht irgendwas reinrennt. Ein Tipper könnte es auch beenden. Oh, das. Oh, die Offstage schwer. Müsst ihr jetzt? Müsst ihr beiden jetzt oder was? Los, Gucci Becci. Ergebnis 2. Ist das Ding an? Ist es ja. Oh, hi. Coach Bash hier mit Robin GG. So, 2-0 für Beißel. Oha, Best of 5 Format. Und jetzt geht Beißel auch auf den Roy. Jetzt, wo er den 2-0 Lead hat, kann er ja ein bisschen rumspielen, wenn er so will. Zumindest ist das so seine Art. Auf Peach's Castle Omega. Scheint nicht so ganz turnierlegal zu sein, aber ist ja nichts Neues bei denen. Kleines Fire Emblem. Gerangel. Bei diesem Matchup kann ich tatsächlich gar nicht sagen, wie es so ist. Ich würde natürlich jetzt erstmal sagen für Marv, weil er generell der bessere Charakter ist, aber das kann natürlich auch anders sein. Denn die starken Hits von Roy, die killen extrem früh und Marv braucht eben immer den Tipper, um verlässlich killen zu können. Neutral B ist immer sehr gefährlich, hat kaum Lag und die Fair macht den ersten Kill. Jetzt muss Cool ein bisschen aufpassen, dass er den Kill jetzt rechtzeitig bekommt. Ja, da hätte es der Tipper F-Smash sein können. Schade. Aber noch ist nichts vorbei, ne? Wie Lucario schon mal gesagt hat. Ein Brawl. Ah, ohne Jump. Schade. Jetzt vielleicht. Nein, er macht keinen Edge Guard. Mein Kommentator hat mich verlassen. Ja. 3-0 für Weiße. Dominierend.